Hi ihr Lieben, willkommen zu Borgia. Borgia oder wie auch immer. Ich muss das nochmal ein bisschen leiser machen. Ja, ich habe Fenstermodus. Ich habe festgespielt, dass das Spiel sich super aufnehmen lässt. Profile? Habe ich irgendwie schon. Nein, neu. Chavanya, wie immer. Okay. Schließen. Spielen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Das Spiel will ich schon seit gefühlten 2 Jahren aufnehmen. Ich habe es schon Ewigkeiten auf meinem Computer und ich komme einfach nicht dazu, es aufzunehmen. Aber jetzt spielen. Es soll ein Wimmelspiel spielen sein, übrigens. Kloster Camaldoli 1492. Welch ein Wetter für eine Reise. Besser, ich packe, bevor uns der Sturm erreicht. Ich habe den Brief hier irgendwo liegen gelassen. Finde Lorenzos Brief. Oh Gott, alles klar. Voll offensichtlich, direkt vorne vor. Und ich sehe es wieder nicht. Finde die Kutte von Basilius. Die Kutte. Was ist das Ding hier, ne? Durchsuche den Arbeitsbereich. Aha, okay. Borgia ist, glaube ich, eins von den nicht leichteren, aber von den simpleren Wimmelbildspielen, sage ich mal. Eine Sichel. Ein Holzständer. Ja, ich hatte mir eigentlich tatsächlich vorgenommen, Wimmelbildspiele nur noch im Stream zu spielen. Allerdings habe ich jetzt schon so lange vor, Borgia zu spielen, dass ich dachte, nein. Das machst du jetzt tatsächlich einfach mal wieder im Let's Play. Glaskolben, Elemente, was soll ich damit unter Elemente verstehen? Weiß auch keiner so genau, ne? Oh Gott, ein Schmetterling. Ah! Elemente, 12. Feuer, Wasser, Luft, keine Ahnung. Sichel habe ich auch noch nicht gefunden. Ich muss mich an mein neues Mikro tatsächlich immer noch ein bisschen gewöhnen. wir stehen nicht mehr auf Kriegsfuß, weil ich finde, es klingt einfach extrem gut. Ich mag es total gerne. Aber ich muss mich halt echt an die Einstellung. Was soll ich unter. Ich verstehe einfach nicht, was ich unter Elementen verstehen soll. Ja, wenig verstört. Achso, das war die Sichel. Was? Ich muss jetzt mal eben tippen. Einfach. Das war so ein Tropfen, ne? Ihr habt gerade vorhin gesehen, ich spiele das im Fenstermodus, einfach damit ich nebenher so ein bisschen mein Aufnahmeprogramm im Auge behalten kann, denn das ist tatsächlich keine Tipps, sich bitte ein bisschen schneller aufladen. Ich habe keine Ahnung, was hier noch ein Element sein soll. Ich weiß es nicht. Was wollte ich jetzt erzählen? Ach genau, ich habe das im Fenstermodus, damit ich mein Aufnahmeprogramm hier noch so ein bisschen über die Schulter gucken kann. Warum ich Borgia unbedingt spielen wollte, ganz einfach. Ich finde das Spiel total toll. Also nicht das Spiel, aber die Geschichte. Von dem Spiel kann ich ja noch. Es ist super. Finde Basilius Tasche. Lege die Tasche auf das Bett. Befülle beide Ebenen der Taschen. Aha. Fuck you. Ich hasse euch jetzt schon. Oh, scheiße. Oh, okay. Okay. Alles klar. Das wird gar nicht so einfach.
Okay. So, das sind relativ glatte Sachen. So. Schade, dass ich die nicht umdrehen kann. Ja, dann passt das Ding aber schon nicht mehr rein. Okay, das ist Kacke. Es kommt noch mal alles raus hier. Alles noch mal raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte um diese Uhrzeit eigentlich gar nicht mehr aufnehmen. So, darum will ich jetzt so ein bisschen. Nein. Okay, du passt da rein. Okay, das passt vorne und hinten nicht, aber ist egal. Es ist egal, so. Okay, das passt auf gar keinen Fall. So, ha, gepackt. Wir haben gepackt. Ich habe alles für meine Reise. Mein Mentor wartet in der Sakristei auf mich. Ich weiß nicht, wer hier wer ist. Ich sehe, du bist bereit. Sehr gut. Artice della Porta. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was es ist. Das muss ich auch nicht. Basilius, ich weiß, die Zeichen stehen schlecht. Doch wenn du dich beeilst, wirst du noch heute Florenz erreichen. Lorenzo erwartet dich bereits. Die Ärzte sind am Verzweifeln. Niemand kann sagen, woran unser Freund leidet. Ich bete, dass du ihm helfen kannst. Das bete ich auch. Ich bete mit euch, meine Freunde. Wenn du schnell reitest, bist du in wenigen Stunden dort. Lorenzo muss unter allen Umständen überleben, sonst stehen uns dunkle Zeiten bevor. Gehabt euch wohl. Gute Reise, Basilius. Möge Gott dich behüten. Dankeschön. Es war das Jahr unseres Herrn 1492. Oh Gott, wir haben Ton. Rodrigo Borgia, ein spanischer Bulle und Vizekanzler des Vatikan, sollte bald zum mächtigsten Mann unter Gott werden. Und mit ihm die Kinder seiner Zügellosigkeit. Juan Borgia, Cesare Borgia und Lucrezia Borgia. Dass sich eine Rolle im Aufstieg dieser Familie spielen sollte,
wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich sorgte mich nur um meinen kranken Freund Lorenzo de' Medici. Und so reiste ich eines regnerischen Morgens zu ihm nach Florenz. Nichts ahnend, dass die Finsternis Roms, der ich mich so fern wägte, so nah war. Bei Gott, ich bin jetzt schon begeistert. Wir haben eine Synchro. Vermutlich nur in wichtigen Teilen, aber es ist mir egal, wir haben eine Synchro. Sofort verklicken. Villa Medici Florenz. Okay. Oh Gott, ich bin begeistert. Suche Lorenzo auf. Ich würde... Hallo, Lorenzo? Wo steckst du, Vogel? Lorenzo? Hallo? Aha, die Tür ist verschlossen, abgeschlossen. Aber Lorenzo hat einen Schlüssel für mich versteckt. Das ist super. Bestimmt hier. Finde die Steinplatten. Finde eine Schaufel. Es ergibt Sinn, wenn man so genauer drüber nachdenkt. Kann ich mich hier irgendwie bewegen? Nein, kann ich nicht. Das ist schön, das begrenzt wenigstens den Vogel. Den Radius ein wenig. Schaufel. Mit der Schaufel kann ich da jetzt umschaufeln. Also haben wir verschaufeln. Okay. Alter. Entschuldigung. Warum muss ich mich denn über sowas... Oh, erschrecke ich mich denn mal so im Scheiß. Nein, ich muss jetzt alle finden. Okay. Da ist der Mond. Und es fehlt noch... Das ist da. So. Hallo, Mond. Achso, ich hätte... ich bin blöd, ne? Nimm den Schlüssel. Ah, Schlüssel. Mit dem Schlüssel, mit dem Schlüssel, mit der Tür auf. Sprich mit Lorenzo. Muss ich erstmal finden. Oh Gott, ist er das? Oh mein Gott, er sieht nicht gesund aus. Lorenzo! Mein Freund! Lorenzo, geht's dir gut? Nein, der sieht ein bisschen tot aus. Basilius, du bist hier. Verzeih mir, ich muss während der Arbeit eingeschlafen sein. Ich dachte, du bist tot. Es ist der Körper, Basilius. Er revoltiert gegen den Geist und lässt ihm keine Ruhe. Holz? Mein Herz schlägt kräftig, aber ungeduldig. Wäre nur der ganze Körper so stark, ich müsste nicht so leiden. Dein Atem. Ich werde versuchen, ruhiger zu atmen, aber Ruhe allein wird mir nicht helfen. Die Pupillen? Gut zu hören, dass es meinen Augen gut geht. Solange ich noch klar sehen kann, mache ich mir keine Sorgen. Ich werde mich jetzt etwas ausruhen. Du kannst dich hier gerne etwas umsehen. Vielleicht findest du ja weitere Hinweise darauf, was mit mir nicht stimmt. Danke. Durchsuche Lorenzos Raum nach... bin ich denn hier richtig? Bin ich hier richtig? Wir haben ein Wimmelbildspiel gefunden, also sind wir wohl richtig. Ist das kein Ring? Ja, wahrscheinlich nicht. Ring. Oh, Schlüssel. Schlüssel nimmt man immer mit. Genau wie Geld eigentlich in den meisten Fällen, aber auch das trifft leider nicht immer zu. Fossil. Das ist ein Fossil. Eine Augenmaske. Eine Augenmaske. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es Lucrezia auf jeden Fall. Lucrezia und wie hieß der andere noch? Ja, naja, einer ihrer Brüder. Also die sollen auf jeden Fall eine kleine Affäre gehabt haben. Lucrezia soll ihrem Bruder doch sehr verfallen gewesen sein, angeblich, sagt man. Oder auch umgekehrt. Man ist sich nicht so sicher. Ich hab mal einen Manga gelesen, in dem es auch um das Thema ging, was ich tatsächlich sehr spannend fand. Ich komme gerade nicht mehr auf den Titel, wisst ihr das? Ich komme nicht mehr auf den Titel. Wenn mir wieder einfällt, spreche ich drüber. Wirklich ein sehr spannender Manga. Es hatte irgendwas mit Gift zu tun. Wo, Lucrezia irgendwie ihre gesamten Männer vergiftete. Angeblich, weil sie ihrem Bruder helfen wollte.
Als sie dann aber rauskriegte, dass ihr Bruder sie im Grunde nur benutzt hat, hat sie auch ihn vergiftet und im Anschluss sich selbst. Das war sehr tragisch. Aber also ein sehr schöner Manga, ist ein Einzelband übrigens. Ich komme mal nicht mehr auf den Namen. Herrgott. Egal. Der Herrgott wird mir hier wohl auch nicht helfen, eine Augenmaske zu finden oder Schlüssel. Ich bin ein wenig erkältet. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich schniefe so ein bisschen vor mich hin. Ich wüsste jetzt gern, was diese Augenmaske ist. Verflucht noch eins. Und ein Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel und eine Augenmaske. Ich sollte ins Bett gehen, ne? Aber es ist nur... Naja. Eine Augenmaske. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Lorenzo scheint zu viel zu arbeiten. Sag mir, was stimmt mit mir nicht? Diagnose? Stress. Es ist der Konflikt zwischen den Staaten, der mir keine Ruhe lässt. Ich will den Frieden wahren, doch niemand unterstützt mich. Mein Sohn Piero übernimmt die Politik und mein neuer Kammerdiener kann nur Wasser holen. Selbst Agostina. Was möchtest du wissen? Was ist mit Piero? Piero wird später meine Regierungs- und Bankgeschäfte übernehmen, doch bis dahin hat er noch viel zu lernen. Sehr viel. Ein Diener? Ich beschäftige oft Straßenjungen als Diener und gebe ihnen Essen und einen Platz zum Schlafen. Mein derzeitiger ist schon der dritte in diesem Jahr und bisher auch der unzuverlässigste. Wenn das so weitergeht, werde ich mir einen vierten suchen müssen. Agostina. Agostina ist meine Geliebte. Zumindest war sie es, bevor sie begann, mich zu meiden. Ich fürchte, sie hat einen neuen Liebhaber. Konflikt zwischen den Staaten. Alle meine Kraft fließt in die Friedensbemühungen zwischen Neapel und Mailand. Sollte es zu einem Krieg kommen, wäre das Gleichgewicht zwischen den Staaten gefährdet und schreckliches Leid würde über uns kommen. Selbst der Vatikan wäre machtlos. Das wäre natürlich furchtbar. Nichts weiter möchte ich wissen. Ah, Basilius, du kannst mir in der Politik nicht beistehen, aber du kannst mir helfen zu verstehen, warum Agostina mich meidet. Okay. Finde heraus, ob sie einen Geliebten hat. Nimm dafür diese Liste und geh in ihr Gemach. Darauf stehen alle Geschenke, die ich ihr in letzter Zeit gemacht habe. Solltest du etwas bei ihr finden, was nicht darauf steht, könnte dies von einem Verehrer sein. Ihre Kammer ist gleich gegenüber. Bitte tu es für mich. Mein Herz braucht Gewissheit. Sei unbesorgt, mein Freund. Natürlich helfe ich dir, deine arme Geliebte. Okay, hier. Alter, lass das. Ich will doch nur wissen, ob ich hier irgendwas machen kann. Wo ist denn ihr Gemach? Begib dich in... Finde Geschenke. Kann ich mir die... Ich habe eine Liste, die ich mir nicht mal angucken kann. Das ist ja sehr schön. Hallo? Blumen. Was schenkt man denn so einer Frau? Da ist sie ja, die Liste. Oh Gott. Ein Medaillon. Nein, kein Medaillon. Ein Diadem. Oh Gott, der hat sie aber auch. Diadem ist doch dieses Ding, was man auf den Kopf setzt, ne? Da. Ein Schloss. Verschließe dein Herz für immer, mein Weib. Was? Das kam mir gerade so in den Kopf. Sowas würde ich auch gerne mal schreiben, ne? So richtig, richtig puren, altertümlichen Kitsch. Aber ich, für sowas bin ich eh nicht, ist echt nicht gemacht, gar nicht. Belladonna. Oh Gott, ich habe gerade ein Spiel gespielt, das Belladonna hieß. Findet ihr unter meinen Playlists. Hihi. Wollte ich nur mal kurz. Ernsthaft? Belladonna? Ohne Scheiß, Belladonna war auch das Gift aus dem Manga, von dem ich vorhin gerade eben gesprochen habe. Ah, das war zu damaligen Zeiten wohl ein relativ beliebtes Gift. Ein Schloss.
Belladonna, ey, komm nicht drüber weg. Wo ist dieses Schloss? Das fucking blöde Schloss. Bin ich denn blind? Vermutlich mal wieder. Was haben wir denn sonst noch? Schuhe. Schuhe sind ja nun eigentlich nicht so klein, dass man sie übersehen sollte. Bin in Wimmelbild spielen aber schon über so einiges gestolpert. Schlüssel, Schloss, Ring. Das ist doch ein Ring. Schloss. Das Schloss nicht. Und die Schuhe finde ich auch nicht. Was ist denn hier los, dass ich keine Schuhe finde? Ja, ich weiß, ich klicke schon wieder wahllos rum, aber ich finde hier echt gerade gar nichts. Kann man hier irgendeine Schublade aufmachen? Nee, schade. Kann man ja manchen Möbel spielen auch. Ja, ich habe gerade ernsthaft... Hier komm. Die Truhe ist verschlossen. Ich benötige die Schlüssel. Hätte ich die passenden Schlüssel? Kann ja noch nicht gehen. Verschüttet. Oh Gott, ich, wir sehen uns in der nächsten Folge.